Und da sind wir dann auch schon wieder zu der vierten und letzten Folge von diesem kleinen Special. Ja. Kann schon mal aufräumen. Dann brauchen wir alles hier nicht mehr. So. Okay. Wir tun Rollen. Scheiße, ist das dunkel, Alter. Man sieht ja gar nichts. Moment, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Renderer oder bin ich jetzt hier komplett. Ich spiele Hardware Accelerated? Warum das denn eigentlich? Ah, sieht doch schon gleich viel besser aus hier. Okay, doch nicht. Ich glaube, die mögen uns nicht. Wo ist denn der jetzt denn? Hallo? Bitte herkommen? Aua! Ach komm. Dann erledigen wir ihn hier halt per Handkante. Und weg ist er. So. Ah, ne. Ich glaube mal, wir haben doch hier gespielt, also hier mit Hardware Acceleration haben wir mal gespielt. Schon mal deswegen, weil mit dem normalen, ja der Video, da war ja was, der Video-Encoder nicht hinterher kam. Weil die Bitraten zu hoch wurden. Von daher macht das schon Sinn, hier mit der Hardware Acceleration zu spielen. Damit die Grafikkarte und die Texturen glättet. Lichtschalter? Und ja, wenn ihr jetzt denkt, ihr seht so scheiße wenig, das sehe ich tatsächlich auch nur so wenig. Ja. Das ist also so gewollt. Wer auch immer dieser Sadist ist, der sich das ausgedacht hat. Das, einmal die rote Karte und sind glücklich. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir bei der letzten Map bei dem Teleportieren diesen Schaden bekommen haben. Das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Wieder mal zurück hier. Ja, beide tot. Geil. Nein, was machst du denn da? Aber irgendwie ist das gar nicht ultraviolent, kann das sein? Erstens sind hier bestimmte Monster gar nicht vertreten. Ja, eben, hier sind bestimmte Monster halt einfach gar nicht vorhanden, die bei Vanilla Doom eigentlich da waren. So, da ist jetzt hiermit auch schon durch. Gut, dann suchen wir noch mal das kleine Secret auf. Ja, hier ist auch keiner. Tja, das obwohl wir mittels Ultraviolence spielen, haben wir tatsächlich kein Ultraviolence. Also sind wir offensichtlich nicht im Ultraviolence. Ja, wie sagt man? Halt sind wir sind, ne? Ich meine, wir können mal so. Warum spreche ich eigentlich überhaupt noch? Weil jetzt wir sowieso das letzte was gemacht haben. Ich meine, wir können mal gucken, ob hier bei den anderen Sachen was steht. Ne, kein Text, kein nichts, kein gar nichts. Okay, da steht was, da steht aber nichts. Are you sure about skills? Nee, are you sure? This skill level isn't even more. Also dieses Wort Remotely kenne ich nicht unbedingt. Was auch immer das bedeutet. Ja.
Auf jeden Fall scheint das, was hier als Nightmare ist, das zu sein, was unter Vanilla Doom dieses Ultraviolence ist. Gehe ich einfach mal von aus. Ja. Na gut, auf jeden Fall, ja. Das hier war, wie gesagt, Doom for Vanilla. Quasi nichts anderes als Doom for Doom, nur noch eine Schiene weiter runter. Also quasi Doom 4 nicht für GZ Doom und Co., sondern wirklich für Doom Vanilla. Also, ganz harte Schiene. Geil. Finde ich, wie gesagt, ultra geil. Ob ich das jetzt privat zu häufig verwenden werde, ist natürlich eine andere Frage, klar. Weil bei mir ist halt die Sache so, wenn ich Vanilla spiele, dann möchte ich auch schon richtig Vanilla spielen. Aber so zum ab und zu mal spielen, so, weiß nicht, so ein paar Map-Packs, wenn man denkt, so, oh, passt, easy, geil, warum nicht, kann man das durchaus machen. Und wie gesagt, ich habe ja noch so einen alten Pentium-Laptop, ne, meine alte Krücke hier, die irgendwo. Oh, ist gerade zugemüllt. Da läuft halt DOS drauf oder Debian Version 3.0, also uraltes Debian von vor 2000. Aber hauptsächlich läuft halt DOS drauf und da habe ich halt auch Doom drauf, und zwar das Vanilla Doom. Und dafür wäre das halt zum Beispiel eine schöne Ergänzung, wirklich auf so einem uralt DOS-Rechner quasi Doom 4 spielen zu können. Ich meine, klar, es gibt für DOS auch schon moderne Source-Ports, klar, Boom zum Beispiel. Von daher hätte man das jetzt nicht wirklich hundertprozentig Vanilla machen müssen, sondern hätte sich da ein bisschen mehr Freiraum nehmen können, sage ich jetzt mal. Aber sie haben es halt komplett Vanilla gemacht, ist halt auch geil. Ja, gut, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, das war's mit Doom. In dem Fall halt Doom for Vanilla. Wir sehen uns dann auf jeden Fall ab morgen dann wieder zu Mindtest wieder. Zum fröhlichen Häuserbauen. Ich hoffe mal, das wird nicht wieder komplett im Tunnel ausarten. Aber mit Tunnel untersuchen und Bodenschätze abgraben sind wir soweit durch. Das heißt, wir können uns jetzt wirklich auf Häuser bauen konzentrieren, wenn nicht oberirdisch irgendwas dazwischen kommen sollte. Kennt man ja. Ja, das dazu. Genau, in dem Sinne dann, schau mit V.